Hallo, oh, herzlich willkommen und moin moin, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier beim Let's Play Minecraft. Geht direkt weiter bei unseren Straßenbauarbeiten. Wir haben uns jetzt nochmal ein paar Steine geholt. Wie ihr seht, wir gestalten das Dorf ein bisschen neu. Wir machen ein paar ordentliche Wege. Wegtrennen uns von diesen Kieswegen, die meiner Meinung nach nicht so hübsch sind. Kann vielleicht jeder so eine eigene Meinung haben. Vielleicht mag der eine auch lieber die Kieswege. Ich finde aber irgendwie, das passt besser. Dann haben wir es auch einheitlich. Deswegen verballern wir die ganzen Steine, die wir so in den letzten Folgen gefarmt haben. Eigentlich wollten wir sie als Zwischendecken für das Hochhaus brauchen, aber naja, müssen wir halt irgendwann mal wieder los. Steine farmen. Hier wird es jetzt auch, genau, muss es zum Dreierweg werden, weil sonst sieht das da hinten nicht aus. Vielleicht machen wir dann nachher hier noch ein bisschen größer, so einen Platz. Sieht dann auf jeden Fall schöner aus. Ja, hier haben wir oh, unsere Schaufel. Ja, das werden wir nicht mit der Hand wegmachen. Das hier können wir noch schön machen. Ah, so viel haben wir aber auch nicht mehr. Wir haben nur noch 26. Könnten wir dieses Stück hier zumindest noch fertig bekommen. Bereiten Treppenhauen ausgedehnt. Ihr kriegt neue Treppen im einheitlichen Look. Das gleiche gilt natürlich auch für euch. Und hier können wir eigentlich auch mal verbinden, irgendwie nach drüben oder so. Ein bisschen neues Land erschließen. Dachte ich, damit wir beleuchteten Boden kriegen, Glowstones. So in den Dreiern passt das ja immer ganz gut eigentlich. Es wird auf jeden Fall auch mal eine schöne Arbeit werden. Glowstones ohne Ende. Und in diese Richtung haben wir noch so viel Platz zum Erweitern. Naja, wir müssen uns erstmal eine neue Diamantschaufel machen. Guck mal, ein paar Diamanten haben wir hier noch. Stöcker. Auch. Da reicht natürlich auch erstmal eine. Die ist wieder weg. Können wir sie noch verzaubern? Nur weil wir es haben. So, wir haben sowieso 50 Level aktuell. Da macht nichts, wenn wir mal eine Schaufel auf Level 3 verzaubern. Wieder die Haltbarkeit 3, Effizienz 4 und auch noch Glück. Ich weiß zwar nicht, ob wir da Glück auf der Schaufel brauchen, aber egal. Wer hat, der hat. Auf jeden Fall haben wir Hunger. Und dann packen wir uns mal gleich wieder 9 Stack Fleisch hier runter. Genau, brauchen wir noch ein bisschen die Clean Stones, die schon clean sind. Man sieht doch gleich zurecht. So, Restbaumaterial. Hat ja alles ein bisschen länger gedauert als gedacht. Da muss auch noch mal ein Weg drüber. Aber das Dorf ist halt nicht mehr so klein. Und zwar eine Menge Kieswege, die wir jetzt ausgetauscht haben. Das war aber viel schöner. Oder was sagt ihr? Sagt ihr egal, überflüssig oder... Oh Gott, mit dieser Glücksschaufel hier kriegen wir jetzt ohne Ende Feuersteine. Ist immer noch schnell, aber nicht ganz so krass wie die andere Schaufel. Oder ich glaube, viel tut sich da gar nicht. So, bis hierhin und nicht weiter. Thank you.
nächste bitte. So, Abschnitt fertig, Abschnitt fertig. Ja, wahrscheinlich weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen, ob wir das noch ein bisschen größer denn gestalten hier. Keine Ahnung, müssen wir gucken. Sieht noch nicht ganz so stimmig aus irgendwie. Da ziehen wir erstmal durch. Machen wir erstmal den Mittelweg fertig hier. Braucht jemand Feuersteine? Hätte welche abzugeben. So, auch mal bis hierhin und nicht weiter. Zu weit weg immer. Auch leer. Hier noch mal 26. So. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Diese beiden Kieswege, wobei der müsste dann theoretisch zumindest auch bis hier laufen, weil das keine richtigen Straßenwege, was auch immer sind. Das ist hier, finde ich, mit dem Kies gar nicht mal so schlimm. Das ist natürlich jetzt schwierig, ne? Von hier ist ein Dreierweg mit so einem blöden Versatz drin. Hier können wir nur einen Zweierweg draus machen, mehr ging ja nicht. Guck mal, aber hier hinten haben wir noch. Sind wir noch nicht fertig. Haben wir noch? Nicht mehr viel. Ja, und hier. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wie weit wir machen. Das machen wir erstmal so. Aber hier könnte man zumindest noch ein bisschen mit Erde dicht machen. Es ist auch schön, wenn wir das hier auch mit Erde machen. Zack, zack, zack. Ach, sieht das jetzt immer so aus? Ist ja blöd. Ein paar Fackeln kommen lieber da oben drauf. Da haben wir doch genug Platz. Wo haben wir unsere Fackeln? Ja, da kommen wir eh nicht so ordentlich hoch gerade. So, erstmal. Man könnte hier natürlich dann irgendwie immer was hoch, aber na, wie sieht das aus? Aber dann müssen wir sowas ähnliches machen. Das ist aber, glaube ich, schwarze Wolle, und schwarze Wolle haben wir nicht, weil wir gar keine schwarzen Schafe haben. Ich würde sagen, haben wir noch, wir können noch mal ernten, oder? Bauer hat hier so gut angepflanzt. Und vielleicht sollten wir auch mal selber was behalten und nicht immer alles den Dorfbewohnern spenden. Guck mal, die Hacke haben wir mit. Wollen wir das Feld dann eigentlich hier lassen? Könnten den hier doch eigentlich wegmachen. Und dafür auch hier Erde hinballern. So, dann kriegst du hier noch wieder Platz. Ein bisschen mehr Ackerungsfläche hier. Ja,
beschränken uns jetzt so ein bisschen auf die reifen Früchte. Kartoffelfrüchte hier. So. Eine schlechte Kartoffel haben wir. Sind das auch alle schlechte Kartoffeln? Wieso sammelt er sich nicht auf? Dass er den nicht voll gemacht hat. Naja, egal. Und das Feld behalten wir dann auch erstmal. Das haben wir jetzt ein bisschen vergrößert. Dass die nicht ordentlich werden hier, das nervt mich ein bisschen. Liegt es an unserer... Ist die Schaufel, die wir vorher hatten, schuld? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil da kein Gras war, konnte da kein Gras rüberwachsen. Hier ist es ein bisschen bös dunkel, finde ich. Fackeln. Fackeln habe ich doch gesagt. Aber nicht dahin. Ich muss gleich mal aufräumen. Schon wieder viel zu viel Mist mit. Machen wir es erstmal überall auf der Ecke. Und dann glaube ich, wollen wir mal Neta Glowstones wieder suchen. Das wäre doch nochmal eine Maßnahme, damit wir es echt mal gucken, wie sieht sowas eigentlich aus, wenn wir im Boden Lampen einarbeiten würden. Und zumindest auch hier an den Ecken und sowas, dass wir das ein bisschen heller haben, weil sonst ist es hier echt schon wieder zu dunkel. Hier könnten wir noch ein bisschen erden, das soll dann aber auch eigentlich weg, ne? Und durch dieses Feld hier hinten, finde ich, ist doch eigentlich genug Platz hier für alle. Guck mal, hier ist auch echt alles fertig gewachsen. So viel Kartoffeln können wir aktuell aber sowieso nicht mehr mitnehmen. Aber Möhrchen können wir noch mal mitnehmen. Hallo Möhrchen. Ja, wir haben Möhrchen. Ja, wir können auch schnell eine selber essen. Ups. Alles mit einsammeln können wir nicht, dafür müssen wir gleich noch irgendwas wegschmeißen. Und zwar schmeißen wir die gammelige Kartoffel einfach weg. Was machen wir damit? Liegt hier gar nichts an den Seiten. Noch ein bisschen. So, Kartoffeln. Können wir auch noch welche mitnehmen. Große Ernte. Und das ist eben das, was ich gerne automatisiert auch haben möchte. Mit so einer Weizenfarm, Kartoffelfarm, dass man nicht selber ernten muss. Ich meine, selber sehen muss man trotzdem da. Um die Sache kommt man wohl nicht drum rum. Schmeißen wir mal zwei Weizen weg. Wo wir eigentlich hätten auch genauso gut ein paar Feuersteine wegschmeißen können. Ja, Feld noch einmal neu bestellen. Haben wir wieder ganz gut was für unsere Dorfbewohner. Jetzt will er immer selber essen. Dann ess doch. Die eine gönnen wir uns. Die gönnen uns auch noch. So. Schick ist das. Oh, die ganzen hier gerüsteten. Yeah.
Ach, was soll's. Dazu. Wir gucken noch mal, dass wir unsere ganze Nahrung, die wir jetzt gesammelt haben, unter unseren Dorfbewohnern verteilen. Könnten wir auch noch was holen oder wir machen das jetzt hier wirklich mal weg. Aber zumindest schon mal so. Wir müssen es noch nicht ganz weg machen. Da muss noch wieder. Es regnet schon wieder. Wir haben die Aufnahmesession im Regen begonnen und sie endet scheinbar auch im Regen so ungefähr. Ist nicht schön. So, wo sind die Dorfbewohner? Hier wieder Versammlung. Guck mal, du kriegst 64 Kartoffeln und du auch. Also nicht schon wieder eher begabt. Du könntest noch 64 Kartoffeln haben. Bringt doch irgendwie schon wieder nichts. Hier 32 Möhrchen. Anklicken kann ich sie nicht, bringt nichts. Tu noch vielleicht 32 Möhrchen, wo du eigentlich schon genug Kartoffeln hattest. Und da auch gar nicht mehr scheinbar. Ja, eigentlich könntet ihr Liebe machen, ne? Also von mir aus spricht nichts dagegen. Ich kann auch rausgehen, sonst. Ich guck nicht hin. Bringt nichts. So, eine hat er übergelassen. Ich habe euch jetzt so viel Essen zugeworfen. Das muss eigentlich reichen, um Liebe zu machen hier. Das kann wohl nicht sein. Ich möchte gerne noch einen Dorfbewohner züchten. Einen haben wir ja schon gezüchtet. Noch einer wäre schon. Hier, schieb mal ein bisschen näher. Klappt einfach nicht. Na genau, gehen wir schnell rein. Haben wir noch irgendwas zu essen? Nein, aber nicht. Würde ich sagen, okay. Schade, ist dann so. Gammelfleisch könnten wir den zuschmeißen. Wie viel brauchen die denn? Auch noch einer. Geh mal mit rüber. Du gehst auch mal damit in die Ecke. Geht nicht, er will nicht. Er will hier in der Ecke stehen bleiben. Na gut. Soll er das machen? Ich würde sagen, für die heutige Folge war es das. Wenn ich gerade mal so auf die Aufnahmeuhr schaue, sind wir schon wieder fast bei 20 Minuten. Also war es das für die heutige Folge. Und auch erstmal für die heutige Aufnahmesession. Müssen wir mal gucken, wo wir beim nächsten Mal tatsächlich dann im Nether verschwinden. Na, vielleicht lege ich noch eine Runde ran und gehe mal gucken, ob wir ein bisschen Glowstones finden. Ausgerüstet sind wir noch. Von daher könnte man tatsächlich auch im Nether. Gehen wir erstmal ins Trockene und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Also ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich im Kommentar liken und so freuen und wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dahin und tschüss.